das ist jetzt gar nicht gut. Es dauert jetzt nämlich einen ganzen Tag, bis sie wieder geheilt werden kann. Also mindestens einen ganzen Tag. Da, wo die Straße im Fluss zum Verschwinden scheint, liegt eine Fähre am Steg. Jedoch ist weit und breit niemand zu sehen, der euch hier rüberfahren könnte. Wollt ihr warten, einen anderen Weg wählen oder die Sache selber in die Hand nehmen? Wir warten. Es ist eine Stunde vergangen. Wir nehmen das selber in die Hand. Wie erfahrene Seeleute steuert ihr die Fähre auf das andere Flussufer. Ja, das wird wohl Tirik gewesen sein. Der hat ja Maschinen recht gut. Das Talent drin. So, Routenplanung. Wir wollen. Wir gehen erstmal zu dem Dörfchen da hinten. Genau. In der Hoffnung, dass es da einen Heiler gibt. Und wir müssen so schnell wie möglich dahin. Nochmal ganz kurz versuchen, ob Tirik heilen kann. Krankheit heilen. Warum? Ne, misslingt und kriegt wieder 4 Schadenspunkte. Solltest mal ein Wirselkraut essen. 2 Stück. So. Nicht, dass sie uns noch aus den Larschen gibt. Das müsste jetzt echt nicht sein. Eine Tanite noch gefunden. Die anderen rasten auch nicht besonders gut. So, drücken wir die Daumen. Wollte sie betreten? Ja, wollen wir. Murum hat aus dem Hinterhalt einen gut gezielten Bolzen abbekommen. Was zur Hölle? Nicht, dass sie krank ist und wahrscheinlich schon die blaue Keuche hat, weil wir so lange unterwegs sind. Nein, sie bekommt nur noch einen Bolzen in den Rücken geschossen. Mann, Mann, Mann. Also, wir brauchen jetzt ganz schnell. Jetzt versuchen wir nochmal selber, sie zu heilen. Krankheiten heilen. Mürrum. Zar sei Dank, Tirik kann Mürrums Krankheit stoppen und verhilft ihr außerdem zu 4 Lebenspunkten. Sehr gut. Jetzt könnten wir eigentlich schon wieder raus hier. Weil wir haben weder einen Taschendieb, der ein wenig Geld besorgen könnte, noch haben wir überhaupt noch Geld. Jo, gehen wir wieder raus. Und diese Sache mit dem Bolzen ignorieren wir einfach erstmal. Routenplanung. Wir würden jetzt gerne... Wir können nicht nach Norden. Oh. Okay, dann müssen wir nach Süden. Und hier wäre irgendwo eine Abzweigung nach Westen. Eine neue Strecke erkunden. Und warum wird da im Hintergrund so geschrien? Verdurstet jemand? Achso, Murum ist immer noch krank. Das dauert ja eine Weile. Okay, hoffen wir mal, dass diese Nacht erholsam genug wird. Wasser, aber keine Tiere. Keine Kräuter. Und Murum ist wieder gesund. Sehr schön. Oh oh. Nicht gut. Oh, doch, das ist sogar sehr gut. Autsch, außer Murum wird totgeschlagen, das fände ich so toll. Aber ja, es ist gut, weil wir so an die Waffen rankommen, die wir verkaufen können. In dieser Stadt da oben. Oh, 12 Trefferpunkte, sehr schön. Wir müssen jetzt nur sehr vorsichtig sein, da Gerogon und Tirik hier keine Rüstung tragen. Also du. Kam. Ignifaxius. Auf den da oben. Ruhig maximal. Sind inzwischen schon 8 wie 6. 23 Trefferpunkte. Schön, schön. Und du machst gleich mal einen Fulminictus. Das müsste eigentlich reichen für den Ogre. Oh, er hat schon 38 Trefferpunkte eingesteckt. Du wieder auf den Ogre. Wir könnten jetzt nochmal auf ihn zaubern, aber ich denke, das wäre echt übertrieben. Also, Kampf Ignifaxius lieber auf ein neues Ziel. Wie zum Beispiel den da. Er hat ja auch schon 2 Treffer abbekommen. 18 und tot. Sehr schön. Und das sollte jetzt erstmal reichen an Astralenergie. Mürren. Hatten wir den Speer.
Und den wollte sie nicht werfen, weil er eventuell nicht wiederkommt, weil er ja magisch ist. Also doch noch ein Fulminictus. Misslingt. Da muss Myron jetzt weglaufen. Hilft nichts. Terrik und Gerogon kümmern sich hoffentlich schnell um ihre Orks, damit sie dann Myron helfen können. Und Talana hält sich einfach zurück. Oh, der ist ganz schön flink für so einen großen Kerl. Komm schon, komm schon, komm schon. Hau den da um. Oh, so ein zähe Burschen. Terrik sieht auch nicht mehr so gut aus. Komm schon, du lauf mal an Gerogon vorbei. Und um den Ork darum. Und Talana sollte sich auch ein wenig in Sicherheit bringen. Sonst geht der Ogre gleich auf sie los. So, Ork flieht, sehr schön. Du fängst den Ogre ab. So. Oh, nicht ohnmächtig werden, Terrik. Das wäre jetzt ganz und gar nicht gut. Komm schon. Also. Ork tot, sehr gut. Dann hau doch mal dem Ogre in den Rücken mit deiner Orknase. Sauber. Ein Knüppel, zwei Säbel und eine Dukate für Silberlänge. Uffala. Der sieht echt nicht gut aus. Stopp. Reiseoptionen. Reise unterbrechen. So. Es bringt jetzt nichts, wenn wir so angedatscht, wie wir jetzt sind, in den Sumpf gehen würden. Da würden wir garantiert sterben. Also, du nimmst jetzt erstmal ein Hiebwaffe. Und du nimmst mal einen Säbel in die Hand. Den Speer erstmal da unten hin. Was hast du denn in Hiebwaffen? Wahrscheinlich recht niedrigen. Hiebwaffen 3. Oh, ist besser als nichts. So, Terrik, hast du noch ein Wirselkraut? Ja, gleich essen. So. Und wir würden jetzt gerne, stopp, Reiseoptionen umdrehen. Wir würden jetzt doch gerne da oben wieder in die Stadt gehen. Auch wenn das mit dem Armbrustbolzen aus dem Hinterhalt hier echt komisch war. Aber es war auf Myrm gezielt. Also vielleicht hat hier irgendjemand in der Stadt was gegen Elfen. Das hatten wir auch schon öfters gefunden. Wir gehen jetzt aber erstmal in die nächste Taverne. Eigentlich wollte ich eine Herberge. Nur wo wir schon mal hier sind, hören wir uns mal ein wenig um. Wir hätten gerne etwas zu essen. 24 Silberlinge. Uff, das ist eine Menge. Aber na gut, wir haben es uns gegönnt. Und Myrm kann vielleicht durch Tanzeinlage noch ein wenig was rausholen. Aber hallo, ihr hier, was kann ich für euch tun? Wir wurden angegriffen. Wisst ihr etwas über den Armbrustbolzen, der aus dem Hinterhalt uns aufgeschossen wurde? Ja, habe davon gehört. Muss wohl ein Unfall gewesen sein. Ja, genau. Gashok? Gashok, haltet euch vom Marktplatz fern. Nachts, meine ich. Also hier auf dem Marktplatz geschehen wohl komische Dinge. Finsterkamm? Muss ich leider passen. Orks? Vor Magie haben die Orks eine abergläubische Ehrfurcht, aber man hört immer öfters von Schwarzpelzen, die mutig genug sind, um magische Amulette zu tragen. Ja, da hatten wir auch noch mal eins, so eine rote Scheibe. Aber na gut, wir würden gerne Talana, Akrobatik, 6 Silberlinge, das ist nicht viel. Myrm, musizieren kann sie nicht, tanzen, eine Dukate, schon mal ein bisschen mehr. Dann haben wir fast das Essen draußen. So, jetzt müssen wir noch irgendwo was zum Schlafen finden. Und morgen suchen wir einen Waffenhändler auf, um den einen Knüppel und den Säbel zu verkaufen. Auch wenn wir ja eigentlich in Eile sein müssten. Aber es bringt nichts, wenn wir jetzt sterben sollten. Ist das dann ein Gasthaus? Nein, es ist wieder eine Taverne. Was sagt denn Terriks Karte? Terriks Karte sagt, er hat noch nirgendwo irgendwas eingetragen. Das ist nicht gut. Ah, doch, den Preios-Tempel hat er schon markiert. Dann werden wir wohl so weiter durch die Nacht trockeln müssen. Was ja auch nichts wirklich Unbekanntes für uns ist. Oh, das Gebäude sieht so aus wie eine Herberge.
Und hier ist der Marktplatz und nachts. Okay. Der Boden des Marktplatzes ist zu einem großen Teil mit einer fein weißen Ascheschicht bedeckt. Na ja, komisch. Wir hätten gerne ein Zimmer. Und zwar ruhig. Ah, wie viel Geld haben wir noch? 3 Dukaten haben wir. Es kostet 3 Silberlinge, 6 Heller pro Person. Also könnten wir uns das leisten für eine Nacht. Talana könnte meditieren. Das sollten wir mal machen. Nicht sehr viel, aber wenigstens ein wenig. Sagen wir mal 5. So, schlafen. Jo. Etwa gegen Mitternacht wacht Myrim auf, weil sie Stimmen gehört hat. Auf dem Marktplatz tut sich etwas. Oh oh. Aus dem Schatten der umliegenden Häuser lösen sich eine Handvoll Gestalten in braunen Roben mit Zeichnungen auf der Brust, die Talana als Mitglieder der Bannstrahlordens, einer fanatischen Vereinigung von Prios-Anhängern, erkennt. Die Gestalten entzünden einige mitgebrachte Reisbündel, die in einer großen Stichflamme den Platz in taghelles, rotliches Licht tauchen. Aber bereits nach wenigen Minuten ist das Feuer heruntergebrannt und der Wind weht die Asche wie weißes Staub über den Marktplatz, der jetzt wieder verlassen vor euch liegt. Wollen wir den Schlaf unterbrechen? Also wir könnten jetzt nachgehen gucken, aber nein. Das ist uns zu makaber. Wir wollen in nichts verwickelt werden. Wir wollen uns einfach nur in Ruhe ausruhen. Ein paar Waffen verkaufen und dann wieder so schnell es geht verschwinden. Okay, vielleicht noch Wasserschläuche kaufen. Da ist ein Tempel. Nein, wir hätten gerne Händler. Hoffentlich haben die überhaupt einen Waffenhändler. Hier schon mal gemischt waren Händler. Es kann auch gut sein, dass nur auf dem Marktplatz ab und an mal ein Waffenhändler zugegen ist. Das wäre nicht so schön. Hier schon mal ein Schmied. Die müsste man doch eigentlich auch fragen können, ob hier nicht irgendwo ein Waffenhändler ist. Ist ja in seinem Interesse, dass man Sachen kauft, die kaputt gehen können. Oh, ganz schön abseits gelegenes, verbranntes Haus. Wir müssten jetzt gleich eine Kräuterhändlerin. Wir hätten echt Gwendel mitnehmen sollen. Alleine um schon irgendwo lange Finger machen zu können. Salamander, handsame Salamander. Nein. Noch ein Ausgang? Hm. So, wir müssten jetzt. Und hier ist wieder der Marktplatz. Hm. Also wir dürften jetzt das Gröbste der Stadt abgedeckt haben. Gucken wir mal auf Deriks Karte. Wir haben eine Händlerin. Ein Händler. Oben ist nichts mehr. Da ist eine Schmiedin. Okay, gucken wir mal kurz nach da oben. Norden, da ist ein Ausgang. Oh ne, hier waren wir schon, es wurde nur nicht ordentlich eingezeichnet. Na, Terik. Ist langsam ein wenig schlampig, hm? Nö. Hm. Also werden wir die Säbel wohl doch nicht loswerden können, was ärgerlich ist. Wie viel Helle haben wir jetzt noch übrig? Wir haben noch 1 Dukate und 6 Silberlinge dabei. Dann können wir doch mal zu den Händlern gehen, die hier links waren. Und versuchen, 4 Wasserschläuche zu kaufen. Ja, 1, 2, 3, 4. Dann hätten wir noch 8 Silberlinge über. Dafür könnten wir uns. Oh, dafür könnten wir uns 4 Schlafsäcke kaufen. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Falschen Trick. So, jetzt haben wir noch 1 Silberling und 7 Heller. Unser gesamtes Vermögen. Sehr schön. Also, das wäre erstmal gerecht verteilt. Jeder kriegt einen Wasserschlauch. Und eine Decke. So, du auch eine und du auch noch eine.
Jetzt sind wir nicht wirklich gut vorbereitet, aber schon mal besser als vorher. Also, da es wohl doch keinen Waffenhändler gibt und wir auch nicht so viel Zeit verschwenden sollten, die eine Nacht, die wir hier geschlafen haben, war schon mehr als genug, sollten wir die Stadt jetzt wieder verlassen. Wir merken uns, dass hier noch irgendwas Mysteriöses am Gehen ist, aber wie gesagt, keine Zeit. Da können wir erst wieder hin, wenn wir die Gruppe vollständig haben und diesen Dragan gefunden haben. Nee, nicht Dragan, wie hieß er noch gleich? Agedam. Oder Agdam. Ja, aber gut, jetzt speichern wir erstmal ab. Neu. Ja, LP 039 ist inzwischen. Also bis gleich.